Hallihallo Leute, wir sind wieder da. Ja, Fallout 3, letztes Mal war sind wir abgestürzt am Ende. Ich bin wieder hier beim, Moment. Montgomery County Stausee. Ich bin wieder zurück. Diesmal war auch ein Albino-Skorpion hier. Ich habe mal mit der Pfeilpistole auf die Beine von dem geschossen und es funktioniert tatsächlich. Wir können dem auch die Beine verkrüppeln. Das, ist ziemlich nice. Was mir auch aufgefallen ist, man muss nur in ein Bein schießen, um beide zu verkrüppeln. Das ist auch ziemlich interessant. Ja, was man nicht alles weiß. Ne? Wir waren zuletzt im Norden hier der Karte unterwegs, auf der Suche nach Oasis. Wir haben bisher Oasis noch nicht gefunden, aber das wird schon noch. So, wir haben hier eine Markierung. Und wir haben dort eine Markierung. Geh mal erstmal zu der hier. Dieser nordwestlichen Markierung. So. Jetzt will ich aber auch noch einen Albino-Skorpion, dass ich das euch nochmal zeigen kann. Live quasi. Ah, das ist nur ein normaler. Den macht Forks ja noch bevor wir. Ah, guckt. Beine links, Beine rechts. Also es funktioniert auch auf dem. Wenn es auf dem funktioniert, dann funktioniert es auch auf dem großen. Sollte man nicht meinen, aber ist wirklich so. Ich merke gerade hier ist. Man kann hier das. Kann man in das Silo hier rein? Tatsache. Silo-Tür zu nach Silo. Ist nur ein Erste-Hilfe-Koffer, ne? Da sage ich nicht nein dazu. Ich will nach Möglichkeit nicht die Kaffeetasse mitnehmen. Auch wenn wir die ja eigentlich durch den. Jetzt habe ich das Sturmgewehr mitgenommen. Nee, das schmeiß mal wieder weg. Auch wenn wir die ja eigentlich durch den Rocketwerfer dann jagen können. Was hatte ich mitgenommen? Ach, ein Sturmgewehr, genau. So. Hier sind ziemlich viele. Oh. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Als ob die dort drinnen gewartet haben. Wir schießen ihn in die Beine. Wir brechen ihn in die Beine mit unserer Pfeilpistole. Ihr seht nur, Schaden macht es nicht wirklich. Nicht mal mit dem Gifteffekt noch. Wir nehmen mal was anderes. Was haben wir denn noch? Den Rocketwerfer. Zack. Frisst Tassen. Oh, jetzt will er schon wieder aufgefüllt werden. Wir haben noch irgendeinen Shit aufgehoben. Tassen, Schrauben, Schlüsselhammer, Blechdosen. Ja. Frisst den Schrott. Macht auch keinen Damage, ne? Und er will schon wieder neues Futter. Ne, Moment. Gleisgewehr. Ja, Forks macht die halt, ohne mit der Wimper zu zucken und weg. Weg damit. Ihr seht, die Waffen sind schon irgendwie mehr Gecker als alles andere, ne? Ich meine, die Pfeilpistole hat ihre Momente, sag ich mal. Die ist nützlich, wenn man, dann irgendwie so einen Skorpion kiten will oder was. Aber ich weiß nicht, man muss durch den Rocketwerfer muss man scheinbar schon richtig schwere Sachen durchjagen, damit es überhaupt irgendwas bringt, ne? Also den hat es ja überhaupt nicht interessiert. Oh, hier sind die ganzen Giftdrüsen. Die wollen wir mitnehmen, die sind ja wenigstens was wert. Also, weiß nicht, was man da durchjagen muss und wie auch das. Ich hätte mal nachgucken sollen, wie das Schadensformular von dem Ding aussieht. Weil das hat ja irgendwie einen Base-Schaden, würde ich mal annehmen. Warte mal, wir gucken mal, der Rocketwerfer. 57 Base-Schaden. Weiß nicht, auf was sich das bezieht, ob das vielleicht multipliziert wird mit dem Gewicht des Gegenstandes. Das wäre ja ziemlich lustig dann. Aber Fakt ist, wir müssten irgendwie eine ganze Inventarladung an irgendwie so elektrischen Leitern oder Sensormodulen dort durchjagen und das ist dann schon ganz schön teuer, ne? Was die Munition angeht, ne? Ich meine, so eine Rakete mit einem Raketenwerfer abgeschossen kostet dann fast genauso viel. Könnte man eigentlich auch den Raketenwerfer nehmen. Vielleicht muss ich auch mal nachgucken, ob es vielleicht irgendwie. Okay, nee, ich habe mir gerade was eingebildet hier. Ob es irgendwie ein paar Tipps oder Tricks gibt für das Ding.
Ah, jetzt weiß ich wieder, was der 50er Gegenstand war. Mit 50 Gewicht. Das war so ein Holzhäcksler, ne? Ja, den findet man aber auch halt irgendwie nur alle 100 Folgen mal, ne? Hier ist ein bissiger Hund. Der ist sogar verletzt. Ah, wir haben ja den Tierfreund-Perk. Alles in Butter. So. Es ist leider wieder Nacht, die Folge. Ne? Wenigstens war letzte Folge mal Tag. Mir kommt so vor, als würde die Nacht in dem Spiel länger dauern. Ah, was haben wir denn hier unten? Ja, Albino. Moment, auf welcher Taste haben wir denn die Pfeilpistole? Moment. Ich will es euch doch mal zeigen. So. So, jetzt haben wir ihm die Beine verkrüppelt. Wir rennen aber gerade selber nicht schnell aus irgendeinem Grund. Habe ich. Ja, ich hab. So, jetzt können wir ihn hier eigentlich problemlos outrunnen. Und Fox die ganze Arbeit machen. Lassen, seien wir mal ehrlich. Also. Na gut, ne? Damit kommen wir ziemlich gut ohne Schaden gegen den an, ne? Weil er uns halt nicht mehr folgen kann. Es sei denn, wir rennen natürlich irgendwie gegen die Walachei. Also die Pfeilpistole, ne, können wir uns Ich zumindest werde dich überlegen, ob wir jetzt die langsam einfach nur gegen Albinos, die hier einfach so rumrennen, mitnehmen. Die wiegt ja auch nichts, ne? Gewicht 3, das ist ja ein Joke. Und dafür ist sie doch nützlich. Ich meine, gegen Gegner mit Schusswaffen eher nicht, ne? Das ist ja egal, ob sie irgendwie rumstehen und auf uns ballern können oder irgendwie wegkiten. Wo wollten wir denn hin? Wir waren eigentlich auf der Suche nach einer Markierung, ne? War das die Schaltmatrix? Ne, die hatten wir vorher schon, oder? Ist das jetzt hier lang? Das sieht auch nur aus wie so ein Kraftwerk, ne? Oder was ist das? Ja, das ist so ein Kraftwerk. MDPL 21. Ist hier irgendwo das Eingangsgitter? Also, ne, ist einer mit so kleinem Gebäude. Es gibt ja auch welche, wo einfach dann nur bei diesen Dingern hier in der Mitte, bei diesen Spulen oder was das ist. Kolben, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut mit so Kraftwerken aus. Dann irgendwie eine Leiche liegt, die was dabei hat, aber hier gibt es ja ein Gebäude. Ach, das ist ein Umspannwerk sogar. Ein schönes Kinder. Guck doch mal an, die haben hier sogar eine Werkbank. Kronkorkenmine, Nikola Tesla und sie. Irgendwas anderes noch? So, hier haben wir sogar ein Safe im Boden. Schwer verschlossen. Wir gehen aber ins Terminal, ne? Ihr wisst warum. Um Haarklammer zu sparen, natürlich. Okidoki. Suchen wir, wie immer, nach Klammern. Noch eine Bombe weg. Es könnten ruhig. Die haben wir halt alle schon ausprobiert. Es könnten ruhig welche auf der Seite weggehen, dass wir einfach dann das letzte Wort nehmen können. Das ist wieder typisch, ne? Okay, hier ist noch was. So, jetzt, das müsste aber sein. Challenger. Willkommen. Sperre aufheben. So, her mit dem Safe. Foxys Geld, Kronkorken. Es war ordentlich was drin da. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt habe ich die Lackierpistole mitgenommen. Naja, ist auch Wurst. Die ist relativ schwer, nur die könnte man auch durch den Rocketwerfer jagen. Auch ehrlich gesagt will ich den eigentlich gar nicht weiter verwenden. Ne? Irgendwie ist es. Dass man dann immer den neu befüllen muss, so fix. Man muss wirklich eine große Menge Zeug reinladen, ne? Schon wieder Talon, Leute? Nee, das ist. Ne, Rösti! Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn hin? Hallo? Ach, da ist einer. Ah, kann man mit dem Rösti ordentlich hier anfackeln. Ja, der Rösti, der ist schon eher mein Stil, ne? Er ist nice. Sieht auch irgendwie cool aus. Ich glaube, der ist unsere jetzt bevorzugte Nahkampfwaffe. Ich glaube, den werden wir in unser Inventar aufnehmen. Dann anstatt dem Handschuh. Kill sie alle!
meine, der Brandschaden ist auch irgendwie vernachlässigbar, ne? Aber wir können ja noch skillen, dass er besser wird, ne? Es gibt ja diesen Perk. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Chinesische Sturmgewehr haben die sogar dabei. Nice, nice, nice. Finger, Kampfflinten, Kronkorken. Wir kriegen jetzt ausnahmsweise mal die ganzen guten Waffen, um unsere zu reparieren, ne? Während wir mit den ganzen Joke-Waffen da rumrennen. Herr Rösti, der hat schon was hier. Das brennende Schwert hier. In anderen Spielen wäre das eine Waffe, die zusätzlich dafür, dass sie eine Nahkampfwaffe ist, noch Munition bräuchte, also Brennstoff quasi. Brauchst du aber interessanterweise nicht, ne? So, jetzt war mal hier. So, halt mal von hier aus wieder weiter auf Osten zu, ne? Ich glaube, Oasis war irgendwo hier bei diesem Highway. Das ist doch so ein Highway, ne? Ich glaube schon. Der Rösti. Der könnte ruhig auch noch Licht machen, aber so realistisch ist das Spiel halt nicht. Ist ja schon aus den. Was ist denn hier? Ist ja schon älter, will ich sagen. Ist ja noch aus den früheren 2000ern das Spiel. Frühe 2000er wäre nicht ganz richtig, da gab es noch ganz andere Sachen. Wen haben wir denn hier gefunden? Ist das ein Sammler? Hallo. Der hat einen Brahmin von der Karawane? Ja, gucken wir mal, Ja. was er hat. Die haben meistens nichts, ne? Das Alles. wissen wir ja schon, aber. Ein Stimpack. Den Rest Danke. braucht man nicht wirklich. Warum auch immer der hier rumeiert. So, gehen wir mal weiter in die Richtung. Hier ist zumindest noch ein Marker. Irgendwann müssten wir doch mal nach Oasis kommen, oder? Oder wir finden halt noch ein paar 530.000 andere Orte, an denen es nichts gibt, ne? Dann ist schon mehr irgendwo ein Gegner, Albino Red Scorpion, Die wer hätte das Stunde des gedacht? Todes. Oder wir haben noch die Pfeilpistole. Ich weiß halt leider nicht, auf welchen Tasten unsere Sachen liegen, ne? Pfeilpistole, so. Ich habe ihn einfach nur auf den Körper geschossen, es hat vernünftig getroffen. Oh Gott. So aufpassen, dass ich hier im Dunkeln nicht sonst wo lande. Na, jetzt geht er auf Forks. Wir können ja im VRTS auch mal schießen, Stachel. Ich denke da immer nie dran, weil ich ihn sonst nicht viel benutzt habe bisher. Aber wir wollen ja mal den Fremden sehen, haben wir aber bisher auch noch nicht. Was haben wir denn dort drüben? Irgendwas leuchtet dort. Manchmal fühlt es sich Das ist so ein an, Wachbot. als würde mich mein Instinkt in die Ferne ziehen. Ach, der ist kaputt. Hat der Jaoguai, der hier war tot? Oder hat denn der Skorpion gemacht? Auch möglich. Ach, verrücktes Ödland. Das ist schon wieder so eine Scheune, ey. Mit Silo. Oder ist das die, wo wir schon waren vorhin? Das würde mich Wir nicht müssen wundern. vorsichtig vorgehen. Ehrlich gesagt. Doch, hier mit Schildhütten noch daneben. Ich glaube, hier waren wir. Okay, ja. Ich geh mal kurz rein, um sicher zu sein, aber. Ja, hier ist das Sturmgewehr erstmal wieder rausge. Wir können hier sogar noch hoch. Das ist doch nochmal wert hier zu gucken. Hier sind sogar Munitionskisten. Ah, wisst ihr, Leute, alles hat seinen Sinn. Alles ist sinnvoll, was ich mache. Ausnahmslos. So, gehen wir wieder nach unten. So, dann. Wollten Sie etwas sagen? Nee, Fox. So, hier, jetzt gehen wir aber, jetzt halten wir aber mal weiter auf die Markierung zu. Die Markierung ist auch bei unserer eigenen Markierung.
Obwohl, ich habe ja einfach nur random den Norden markiert, dass ich ein bisschen eine Orientierung habe dorthin. Sollte immer im Hier und Jetzt leben. Also keine Ahnung, ob das Oasis ist oder nicht. Ich gehe inzwischen von Nee aus. Ich meine, also so wird man halt mit der Zeit im Ödland, ne? Ist ja mir alles nur noch egal, ne? Liegt vielleicht an den fast 300 Folgen Fallout. Aber wir werden ja mit der Zeit auch langsam fertig. Ich glaube, das ist nicht Oasis, ne? Das wird dieser komische Turm hier sein. Und am Turm gibt es auf jeden Fall Feinde. Schon wieder Talon-Leute oder Raider? Oh Gott. Ja, jagt doch die Scheiße. Schon wieder Talon-Typen. Wohnen die hier? Oh, wie shit, wie wir den behaken müssen mit dem Gleisgewehr. Ist auch irgendwie nicht lustig, ne? Und an die Wand genagelt haben wir damit auch irgendwie noch niemanden. Brr, brr, brr. Der Soundeffekt, Alter. Der ist ja auch irgendwie dumm. So, wo ist denn jetzt der letzte? Das Tor ist einfach offen. Nee. Von wo beschießt er mich? Dorthin steht der Sack. Weiter feiern! Weiter feuern! Das zerfetzt die Gegner halt wie sonst auch, ne? Da ist irgendwie nichts mit an die Wand nageln. Naja. Finger, Schrot. Da waren mal zwei Rüstungen dabei. Sind ja schon wie wir, ey. Zum Reparieren oder was? Das Ding war jetzt aber irgendwie nichts, ne? Oh, elektrischer Schalter. Oh Gott, wir haben jetzt gegrillt. Wir haben jetzt das Funksignal Echo Foxtrot. Oh, nicht, dass wir jetzt hier aus Versehen irgendwie Zeta machen, ne? Ne, ist ein Sendeturm LP8. Weiß nicht, ob der was damit zu tun hat. Zeta will ich jetzt nicht unbedingt machen. Kein UFO oder was? Ne? Okay. Zeta machen wir auch noch zu gegebener Zeit. Wird gar nicht mehr so lange dauern, würde ich sagen. Okay, hier die Klippe runter. Weiß nicht, ob ich da runterspringen will. Auf jeden Fall gibt es hier noch Orte und dort muss da jetzt langsam mal Oasis sein. Also wirklich. Nehmen wir wieder die Pfeilpistole in diese Pfote. Wir haben halt Nahkampfwaffen und Waffenlos noch nicht ausgeskillt, ne? Deswegen können wir ja noch nicht das volle Damage-Potenzial, würde ich mal sagen. Vom Rösti und vom Todeskrallenhandschuh, ne? Ausnutzen, aber es wird sich ja schon nicht so viel nehmen, ja. Im Dunkeln durch die Pampa rennen, das ist immer super. Man sieht halt gar nichts. Okay, man sieht Forks, wie er angesprintet kommt. Vielleicht sogar ein bisschen angebackt, man weiß ja nicht. Gehen wir mal auf die Karte. Wir sehen an unserer Markierung, die ich gesetzt habe, absolut gar nichts. Jetzt müssen wir hier die Klippe schon wieder hoch. Umständlich ist das. Irgendwo war ein Gegner. Oh, da ist er ja. Ein Red Skorpion. Ja, den kriegen wir sogar mit der Pfeilpistole weg. Wie gesagt, die macht irgendwie einen Base-Schaden von 10 oder so. Und was auch immer sie für eine Waffengattung nimmt, die haben wir auf jeden Fall schon ausgeskillt. Wahrscheinlich kleine Waffen, oder? Ich töte nur, damit ich spüre, dass ich. Oben ist irgendwas schon wieder, das auf uns schießt, ne? Aber wie kommen wir selber dort hoch, um mitzumischen? Wir nicht, ne? Supermutanten?
Ja, denen ist es eigentlich auch scheißegal, ob wir ihre Beine verkuppeln oder nicht, ne? Mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und Forks ist auch wieder mal irgendwo. So, was nehmen wir denn für eine Waffe gegen die? Wir könnten ja mal so eine Nuka-Granate reinschmeißen und gucken, was passiert. Hallo. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Das kann ich nicht anders. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sind wir hier in absoluten Shit reingeraten. So, den hat's gleich mal gegrillt. Alter, das macht ja sogar dem Überlord richtig Damage. Okay. Ja, sie sind auch. Ach, Forks ist dort unten am rotieren. Die machen ordentlich Schaden, haben aber natürlich auch eine gewisse Kosten. Also die Kronkorken minen eher nicht, aber die Nuka-Granaten. Halt schon. Ach du Scheiße, wir haben uns selber in die Luft gejagt. Okay, man muss wirklich vorsichtig mit den Dingern sein. Ich meine, sonst schmeiße ich die Minen ja auch einfach auf die Gegner drauf, aber das können wir mit denen nicht machen. Wow. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Mist, ich habe schon länger keinen Safe mehr gemacht. Oh Gott, wir haben nicht mal mehr den Funkmast, ne? Oh no, Leute, wir kommen nirgendwo hin in der Folge. Alter, das hätte ich mir auch eigentlich mal ein bisschen gesunden Menschenverstand anwenden, dann hätte ich mir das doch auch eigentlich kombinieren können, dass wenn eine 600 Schadenmine auf uns selber schmeißen, wenn wir 600 Leben rund haben, dass wir dann sterben. Wir sind aber auch in eine wirklich dumme Situation dort reingekommen, ne? Wie gesagt, die Kronkorkenminen sind aber wesentlich billiger herzustellen als die Nuka-Granaten in dem Sinne, dass es halt, dass die Nuka-Granaten eine endliche Ressource brauchen im Sinne von Nuka-Cola-Quantum. Von denen es halt nur so viele gibt. Beziehungsweise es gibt jetzt schon unendlich, wenn wir den Perk mit dem Quantum-Apotheker, glaube ich, heißt der, nehmen. Beim Sendeturm sind diesmal Ghule? Hallo. Hallo. Okay, warum sind hier jetzt keine Talent-Leute? Danke, dass Sie uns nicht angreifen. Die meisten Leute tolerieren keine Ghule. Was wanderst du hier draußen rum? Wir waren auf dem Weg nach Underworld, aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland. So, jetzt bist du erledigt. Ich habe keine Zeit mit dir. Dann gehen Sie. Wir kommen auch ohne. Hätten wir die jetzt rumführen können? Ja, das hätte ich nicht gemacht. Das wäre. Wir machen mal nochmal den Funkturm an. Was auch immer das bringt. Echo Foxtrot. Ja, Moment mal. Können wir mal hören, ne? Ach, wir haben auch schon Oscar Tango. Free Dark! Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwas mit dem Mothership DLC zu tun hat. So, machen wir mal einen Safe. Oh Gott. Ich dachte jetzt schon, wir haben jetzt einen Safe mit einem Todessprung gemacht. Wir gehen mal diesmal hier hin. Also vielleicht die Mutanten erstmal ein Stück umgehen. Das hier sieht doch schon irgendwie markanter aus, oder? Problem ist, dass wir nicht viel sehen. Aber freut euch, Pilger. Unser Kumpel ist wohl auf und schafft es, den Clown der Enklave zu entkommen und aus der Festung zu flüchten. Kämpft weiterhin den guten Kampf. Wir unterstützen euch. Der gute Kampf, ja. Der Free Dog. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Free Dog. Ich weiß nicht, hier soll es Orte geben zum Entdecken, aber wir finden sie nicht. Das ist auch sau irgendwie traurig. Ich glaube, wir kommen wieder nur an denselben Ort wie vorhin. Vielleicht passen wir diesmal ein bisschen auf, dass wir nicht gleich alles auf einmal triggern.
gut es geht. Ja, vielleicht schießen wir, wenn so ein Skorpion uns verfolgt, erstmal auf die Beine und dann legen wir eine Mine. Dass wir vielleicht noch aus der Blast Range kommen. Vielleicht machen wir es so, ne? Wir nutzen die Synergie der seltsam gecrafteten Waffen. Ist das nicht hier, wo wir vorhin waren? Oder sind die einfach nicht gespawnt, so wie die Talon-Dussel, die am Funkturm eigentlich waren? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ah, was ist denn hier jetzt? Nix. Ah. Ich meine, irgendwo muss doch hier mal was sein. Ist wieder eine Gruppe an freundlichen Brahminen diesmal. Wir müssen leise gehen, das ist richtig. Jede Menge Brahmine, aber irgendwie nichts dahinter. Wisst ihr was? Ich beende erstmal die Folge und in der nächsten suchen wir dann weiter nach Oasis. Das dauert ganz schön lange, hätte ich nicht gedacht. Ne, ist das dann schon die dritte Folge, die wir unterwegs sind? Hm. Ja, die Brahmin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.